Bitte lass das nicht das Jahr sein, in dem die alte Magie zerstört wird. Dieser Ort wird jeden Herbst zum Schauplatz eines Wunders. Die Seelen vor langer Zeit Verstorbener kehren zu den Hügeln ihrer Heimat zurück, getragen von magischen Flügeln. So ist das schon seit Menschengedenken. Ihre Lebenszeit verbrachten diese Generationen damit, von Mexiko aus nach Norden zu fliegen, quer durch ganz Amerika. Monarchfalter überleben, indem sie die Grenzen der gewöhnlichen Realität sprengen. Nach 3 Wochen im Kokon ist die Raupe verschwunden, aufgelöst zu einem Cocktail aus Genen, aus dem dann ein völlig neues Wesen entstehen wird. An einem bestimmten Tag im Herbst erhebt sich die Sonne nur 52 Grad über den Horizont. Und das ist der Tag, an dem der Wanderflug beginnt. Die Mazahua glauben, dass die Schmetterlinge aus einer anderen Welt kommen. Homero Arriges ist einer der beliebtesten Autoren Mexikos. Er wuchs in diesen Bergen auf und hat darum gekämpft, diese Landschaft für die Monarchfalter zu erhalten. Die Monarchfalter, die in den Rocky Mountains gestartet sind, vereinen sich jetzt mit denen, die von der Atlantikküste kamen. Sie entfalten ihre Flügel, um sie von der Sonne bescheinen zu lassen und sich für den Flug aufzuwärmen. Dann werden sie auf den Winden nach Norden reisen und im Verlauf des Sommers Texas erreichen. Dort werden sie anhalten, um sich zu paaren.